So Freunde, willkommen zum allerersten Video, einer Reihe, eines meiner ersten Projekte. Es werden viele Projekte folgen, die werden alle simultan hochgeladen. Und hierbei geht es um Dinge, die ich nicht verstehe. Das Projekt ist jetzt nichts Besonderes, aber meine Zuschauer sind es ja auch nicht. Ich mache auch Spaß, Leute. Dieses Projekt ist was Besonderes. Und zwar sprechen wir über Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Es werden lustige Videos kommen, ernstere, wir werden über alles Mögliche sprechen, von kurz bis lang. Obwohl ich glaube, dass dieses Video etwas länger dauern wird, da das schon etwas ein anspruchsvolleres Thema ist. Ja, wie gesagt, schaut zu Ende. Mich würde auch eure eigene Meinung dann dazu interessieren, ob ihr eigentlich das auch bemerkt habt, was ich bemerkt habe. Ja, also nicht X-Faktor-mäßig, sondern wie gesagt, schaut euch an, dann wird ihr schon wissen, was ich meine. Ich fange direkt mal an. So, also im Allgemeinen muss ich noch loswerden, und zwar, dass es in jeder Gesellschaft bestimmte Normen gibt, Konventionen, ja, die oft national, also kulturbehaftet, national und oft auch international anerkannt sind. Egal wo du hingehst, es gibt Weltkonventionen, Normen, Verhaltensnormen, an die hält sich jeder. So wie zum Beispiel jetzt sehr, sehr banal ausgedrückt, sehr banale Beispiele, zum Beispiel, dass ein Daumen was Gutes heißt. Es gibt auch Kulturen, habe ich gehört, wo das etwas Schlechtes ist, aber das ist meistens was Positives. Man weiß es einfach. Egal, wo du hingehst und du wirst gefragt, hey, wie geht's dir? Und du verstehst die Sprache nicht, aber am Wortlaut hast du es irgendwie erkannt, dass er dich fragt, wie es dir geht. Dann sagst du, mach's einfach denn hier. Das ist, weißt du, so, ich habe es dir gezeigt, so etwas abwertend, in manchen Kulturen sogar eine riesige Beleidigung. Und Mittelfinger, wie gesagt, kennt ja jeder. Genauso gibt es dann auch bestimmte Gewohnheiten in spezifischen Bereichen, wie zum Beispiel beim Essen. Man geht in ein Restaurant und ihr kennt das alle, ja? Also ich bin so erzogen worden, Juri, Gabel in der linken Hand, Messer in der rechten Hand, beim Schnitzel essen. Du schneidest niemals vor. Ein Stück abschneiden, essen. Ein Stück abschneiden, essen. Ich halte mich natürlich nicht daran. Ja? Ich schneide immer alles vor und dann esse ich mit der rechten Hand alles auf. Ich will genießen, wenn ich esse. Verstehst du? Ich möchte nicht irgendein Programm erfüllen. Ich möchte nicht Hausaufgabe machen beim Essen. Ich möchte das Essen genießen. Und so genießt man einfach kein Essen, um ehrlich zu sein. Aber wenn du dich nicht daran hältst, dann bist du schief angeschaut. Das ist, was ich meine. Also wenn du dich nicht an diese Konvention hältst, etwas, was sich über Generationen in einer Gesellschaft etabliert hat, ja, dieses Verhaltensregel und Muster, dann hast du keine Essgewohnheiten. Du bist unzivilisiert, du bist unkultiviert. Wie kannst du das nur? Aber keiner stellt sich die Frage, woher kommt das Ganze eigentlich? Also woher kommt das, dass wir so essen müssen? Und dass das als etwas Anspruchsvolles gilt und alles andere so abwertend ist. Hat sich irgendwie keiner gefragt. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe auch nicht jetzt gegoogelt, aber das sollte nur ein Beispiel sein. Das interessiert mich eigentlich gesagt nicht, weil das ist jetzt, wie gesagt, nur etwas sehr Profanes. Interessiert uns eigentlich kein bisschen. In diesem Video geht es um etwas Ernsteres, was mir selbst an mir, an meinem Verhalten aufgefallen ist. Und zwar, jeder von euch kennt das, man ist in einem Lokal, in einem Restaurant, man wird bedient, dann kommt die Rechnung. Meistens auf meinen Nacken, deswegen habe ich hinten keine Haare mehr. Beziehungsweise ich zahle so viel, dass ich schon gar keine Haare mehr habe. Immer nur ein Glatzewitz pro Video. Und dann bezahlt man es. Und man rundet immer auf. Ja? Geil wäre eigentlich, wenn der Chef, wenn er dir Lohn gibt, auch aufrunden würde. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall rundet man beim Bezahlen in einem Restaurant immer auf. Man gibt dem Kellner immer Trinkgeld. Das ist einfach ein Dogma quasi, ja. Das ist apodiktisch, das muss eingehalten werden, strikt eingehalten werden. Wer das nicht macht, der ist unten durch. Also wenn du den Kellner kein Trinkgeld gibst, wenn du so deine Hand hältst, nur um die restlichen 50 Cent oder 1,50 Euro zu erwarten, dann wirst du wirklich geächtet von allen Menschen, die dort sitzen in einem Restaurant, in dieser Umgebung und von dem Kellner sowieso. Ja? Du erntest schiefe Blicke. Es kann doch nicht sein, dass du dem Kellner kein Trinkgeld gibst. Und das ist etwas, was sich eigentlich durchgesetzt hat über Generationen. Diese Norm
Der hat sich so etabliert, dass das wirklich schon eine Kapitalsünde ist, ein Verbrechen, wenn man einem Kellner kein Trinkgeld gibt. Selbst wenn er reich wäre, selbst wenn das Restaurant nobel ist und genug Geld hat, selbst wenn die Kellner selbst nicht einmal das Trinkgeld kriegen, oft ist es ja auch so, dass die Inhaber sich das Trinkgeld behalten. Du musst ihm Trinkgeld geben. Wie kannst du nur, ja? Das ist gang und gäbe. So, darum geht es mir aber gar nicht, ja? Also das ist nicht jetzt eine der Dinge, die ich nicht verstehe. Und das möchte ich jetzt auch nicht anprangern. Das ist eigentlich, gibt es Trinkgeld, es ist schön Trinkgeld zu geben, den Kellnern für seine Dienste Freude zu machen, dass er euch bedient, obwohl er dafür eigentlich bezahlt wird, ja? Also kein Kellner ist auf Trinkgeld angewiesen, so wie kein Streamer auf Twitch auf Donations angewiesen sein sollte. Er arbeitet nicht für Trinkgeld, er arbeitet eigentlich für den Lohn, den er kriegt. Auch wenn er kein Trinkgeld kriegen sollte, muss er einen guten Lohn haben, dass er ja ein vernünftiges Leben leben kann. Aber so ein Bonus, wenn er höflich ist, wenn er nett ist, ist immer eine schöne Sache. Was mich aber stört und was mir selbst an mein Verhalten, an den Verhalten meiner Freunde, Familie und aufgefallen ist, aber vor allem, wenn es an dir selbst auffällt, wenn du merkst, dass du einfach in einer Gesellschaft der geltenden Normen gebunden bist, ja? Du unterliegst den Einfluss einer Gesellschaft, egal wo du bist, du unterliegst ihn einfach. Du wirst aufgezogen mit bestimmten Ideen und dann lebst du danach. Und die Menschen hinterfragen oft auch nicht, ja, sind das eigentlich, was meine Eltern gemacht haben, war das richtig oder das, was meine Freunde machen, ist das richtig? Ja, wenn du schon dich daran gewöhnt hast, ja, dann lebst du dahin, ja. Du hältst dich einfach daran, an die Ideen und Handlungen, die in einer Gesellschaft salonfähig geworden sind, sagt man. Ja, salonfähig, also es schon Praxis ist. Und zwar geht es darum, dass während wir einem Kellner, dem es eigentlich nicht so schlecht geht, Trinkgeld geben, oft auch ganz großzügiges Trinkgeld, ja, über 2, 3 Euro bei einer 20-Euro-Rechnung oder bei einer 100-Euro-Rechnung von 85 auf 100 aufrunden, geben wir einen Bazarverkäufer, der einen Laden hat bei einer Markt, der Obst verkauft, nicht einmal 20 Cent Trinkgeld. Also mir ist das selbst aufgefallen. Ich habe früher auch immer Trinkgeld gegeben an einem Kellner, weil es schon quasi von mir erwartet wird, dass ich ihm Trinkgeld gebe. Also es wird von uns erwartet, du musst dem Kellner Trinkgeld geben. Es ist einfach eine Norm, an die hält man sich. Ja, also wirklich kategorisch, ja, nicht kategorisch Imperativ von Kant. Obwohl, aber wirklich so kategorisch, also zwingend. Du musst es einfach machen. Und bei einem einfachen Verkäufer, der um 6 Uhr aufsteht, 10 Stunden lang, 12 auf den Beinen ist, seine Familie ernähren muss, dafür und meistens auch 4-5-köpfige Familie hat, auf den Beinen von früh bis abends steht und Obst verkauft, dem bei einer Summe von 2,80 Euro verlangen wir noch die 20 Cent zurück bei 3 Euro. Ich habe oft wirklich so, ich habe mir was gekauft für 4 Euro, für 4,50 Euro und wenn ich ihnen 5 Euro gebe, verlange ich immer das Geld zurück. Und oft diskutiert man auch noch mit ihnen. Die Leute, die 15 Euro Trinkgeld lassen in einem Nobel-Restaurant, 5-Sterne-Restaurant, wo der Chef kettenweise, regional, international schon Ketten hat seines Restaurants und sehr viel Geld macht, da lassen wir 15 Euro Trinkgeld. Und bei Menschen, die für 15 Euro fast den ganzen Tag draußen stehen in der Kälte oder in der Hitze, fangen wir an, mit ihnen zu diskutieren und zu verhandeln wegen 1 und 2 Euro. Das ist wirklich eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist. Ich hab mich selbst dabei ertappt. Ich habe mir gedacht, hey, warte mal kurz. Hä? Wie geht das, dass du gestern noch dem Kellner 4 Euro Trinkgeld gibst und jetzt mit jemandem, der es eigentlich noch notwendiger hat, er ist noch bedürftiger, sagen wir es mal so, mit denen fängst du an zu verhandeln, komm, lass mal 3 Kilo 4 Euro machen statt 4,50. Wegen 50 Cent verhandelst du mit ihnen und du gibst ihnen nie Trinkgeld. Selbst die letzten 10 Cent erwartest du noch. Warum? Weil es einfach auch, so wie es beim Kellner zu einer Norm geworden ist über Generationen, über Jahrzehnte, ist es jetzt auch eigentlich schon klar, dass man an einem Markt, am Bazar immer verhandeln muss. Ja? Oft werden ja Normen und, wie soll ich sagen, Konventionen, gesellschaftliche Handlungen, an die man sich halten muss, über Filme, über Serien, über Bücher etabliert. So werden sie geschaffen. Und wir kennen es auch, in anderen Filmen gibt man den Kellner immer Trinkgeld und
Diese klassischen Klischeefilme, wenn man irgendwo am Markt ist, fängt man immer an zu verhandeln. Da verkauft jemand Kartoffeln, Obst und man geht hin und versucht noch irgendwie so gute Preise rauszukriegen. Und auch so über Filme, über Serien und auch über die eigentlichen Handlungen draußen hat es sich einfach so etabliert und so entwickelt, dass wir eigentlich den Menschen, die es eher benötigen, kein Trinkgeld geben und ihnen eigentlich noch Geld stellen, weil wir die ganze Zeit verhandeln wollen, wir wollen alles günstiger haben. Aber jemanden, der es eigentlich nicht so notwendig hat und der Bedarf jetzt viel geringer ist, den geben wir Trinkgeld. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich habe es auch umgeändert bei mir. In meinem eigenen Leben gebe ich kein Trinkgeld mehr in Restaurants, außer die sind wirklich sehr, sehr höflich und nett, weil oft sind sie nicht einmal höflich. Man gibt einfach nur Trinkgeld, weil man schief angeschaut wird. Und ich gebe keine Trinkgeld, ich gebe halt sehr selten Trinkgeld. Aber was ich mache ist, ich gebe den Obstverkäufern, den Menschen am Markt, am Bazar, die es eher verdient haben, die noch weniger verdienen, denen gebe ich Trinkgeld. Und da runde ich immer auf und ich fange da auch nicht wirklich zu verhandeln. Ja, okay, du willst 3 Euro, hier hast du 5 auf meinen Nacken. Er verdient jetzt eher. Und dann schauen sie auch noch richtig geflasht. Das ist es hier. Also man merkt auch, nach welchen Konventionen und Normen eine Gesellschaft lebt. Nach welchen Mustern sie sich entwickelt hat, merkt man auch immer an der Reaktion der Menschen. Perfektes Beispiel jetzt. Wenn du einem Kellner, mach das mal kurz, man gibt mal einem Kellner kein Trinkgeld, egal wie hoch die Rechnung ist. Wenn ihr ihm kein Trinkgeld gibt, dann erntet ihr schiefe Blicke, vor allem vom Kellner selbst. Das heißt, an seiner Reaktion merkt man, dass es schon selbstverständlich ist für ihn, dass er Trinkgeld kriegt. Da merkt man, welche Ideen sich etabliert haben. Wenn du aber einem Marktverkäufer Trinkgeld gibst, dann ist er genauso geflasht. Genauso wie der Kellner geflasht ist, wenn du ihm kein Trinkgeld gibst und dich alle schief anschauen, genauso schauen dich die Menschen auch das schief an, wenn du dem Marktverkäufer Trinkgeld gibst. Und aufgrund des, weil er kennt es nicht, er ist es nicht gewohnt. Für den Kellner ist es selbstverständlich, dass er Trinkgeld kriegt. Für ihn ist es nicht. Du bist so quasi ein Unikat, das erste Mal, dass der ein Trinkgeld bekommt und aufgerundet wird, der ist richtig geflasht. Und das ist etwas, was nicht sein sollte, finde ich. Ja? Ich möchte jetzt nicht euch davon abhalten, den Kellner Trinkgeld zu geben. Nein, also das ist jetzt nicht der Sinn und Zweck des Videos. Aber ich möchte euch bewusst werden, also ich möchte, dass ihr darüber bewusst seid, erstens mal etwas Allgemeines, dass ihr versteht, dass es in jeder Gesellschaft, in jeder Familie, überall bestimmte Verhaltensregeln und Muster gibt es, bestimmte Normen, in die man reingeboren wird. Und man unterliegt diesen Einflüssen und dass man öfters mal reflektieren sollte darüber, dass man öfters mal nachdenken sollte, warum handle ich so, wie ich handle? Ja, woher kommt das überhaupt? Wo habe ich das gelernt? Ist es richtig, dass man bestimmte Sachen hinterfragt? Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass ihr auch dann anfängt, den Menschen, die eigentlich eher das Geld benötigen und jetzt in Relation zu ihrer Leistung viel weniger verdienen, dass man ihnen auch Trinkgeld gibt. Also nee, ich möchte euch nicht davon abschlagen, jetzt den Kindern Trinkgeld zu geben. Nein, ich möchte, dass ihr den Menschen am Markt, auf dem Bazar, doppelt so viel Trinkgeld gibt. Ja, wenn ihr dem Kellner schon 1 Euro gibt, dann gibt ihm 2 Euro. Wirklich. Noch besser, ihr gibt unhöflichen Kellner, gibt ihr gar kein Trinkgeld und das Geld gibt ihr lieber stattdessen den Menschen, die es eher verdienen. So, das ist, wie gesagt, ein Appell, eine Anregung von mir. Das ist, was ich in diesem Video euch vermitteln wollte. Ihr könnt sehr gerne eure eigene Meinung schreiben. Ihr könnt auch eigene Beispiele nennen vielleicht. Dinge in diesem Bereich, nach denen wir handeln, ohne dass wir wirklich den Sinn und Zweck wissen oder oft auch vielleicht falsch handeln. Ja, vielleicht wisst ihr darüber auch mehr. Ich habe jetzt nicht so viel über alles nachgedacht. Wie gesagt, das ist eine Sache, die mich eigentlich schon fast schockiert hat, weil ich wirklich, normalerweise bin ich jemand, der halt, wie soll ich sagen, sehr starke Empathie-Gefühle hat. Ja, wenn ich jemanden sehe, der arm ist und so, dann tut es mir halt sehr schnell sehr leid. Aber dass ich dann irgendwie so sehr kalt bin zu jemandem, der den ganzen Tag draußen steht und von dem noch 20 Cent verlange, das hat mich schon wirklich schockiert. Auch über mich selbst war ich verwundert. Ich so, hä, warte mal, woher kommt das eigentlich, dieses Verhalten? Wann habe ich das gelernt, so zu denken, so zu handeln? Und dann wurde mir klar, Konvention halt hat sich über Generationen leider so durchgesetzt. Aber jetzt ist Schluss. Wir sagen, es ist okay. Wir sollten so ein ganzes Video nicht in den Dreck ziehen. Deswegen höre ich jetzt mal direkt auf.
Und ja, das war's. 15 Minuten sind es geworden. Ich dachte, das Video wird nicht so lange gehen, aber Respekt an alle, die es so lange durchgehalten haben. Wenn ihr das Video wirklich bis jetzt durchgehalten habt und angeschaut habt, ihr kennt diese Tricks, gell? Dann schreibt alle in den Kommentaren. Oh, was soll man in den Kommentaren schreiben? Chili-Soße, ja. Schreibt alle in den Kommentaren Chili-Soße, wenn ihr das Video bis jetzt angeschaut habt. Damit ich weiß, wer das Ganze durchgeschaut hat. Ich glaube, ab jetzt werden die Menschen noch die letzten 2 Minuten anschauen. Damit sie bezeugen können, dass sie das Video ganz angeschaut haben. Ja. Na gut, Freunde. Ich möchte euch nicht länger aufhalten. Es werden noch neue Projekte kommen, neue Videos. Wie gesagt, wir gehen das Ganze langsam an. Und schauen wir mal, wohin das Ganze führt. Momentan bin ich motiviert, ich habe Lust und ich hoffe, es bleibt dabei. Ciao. Das Video will nicht rausgehen.